Und jetzt sind wir auch schon bei unserem letzten Redner für heute angekommen, den Herrn Dr. Kalitsche, dem Generalsekretär des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ein kurzer Hinweis, ohne die Baukostenunterstützung des Ministeriums würden wir jetzt unter freiem Himmel auf dem Boden sitzen, anstatt unter so schönen weichen Schafwolldecken, die sich da oben irgendwo verstecken, oder auch in einem Kinosaal. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Festgäste, Also erfreut mich sehr, dass ich hier heute für das Bildungs- und Wissenschaftsministerium dabei sein kann bei dieser Eröffnung. Auch ich habe dieses Projekt nämlich nicht im Detail verfolgt. Ich habe nur vor ein paar Jahren gehört, dass das alte TÜWI-Beisel abgerissen wird und habe mir große Sorgen gemacht damals, dass dieses Beisel an Charme verlieren wird. Und ich bin heute wirklich erleichtert, zu sehen, wie es ausschaut. Auch ich bin nämlich ein großer Fan von Holz, Herr Rektor. Ich glaube, es gibt sozusagen eine sehr würdige und gute Nachfolge für das alte TÜWI-Beisel. Ich war nämlich, obwohl Student der Uni Wien an der Hauptuni im Zentrum, auch selbst das eine oder andere Mal hier in dem TÜWI-Beisel. Vielen Dank deshalb auch an alle Beteiligten. Sie haben es erwähnt, Frau Stadträtin, und es wurde auch heute öfters gesagt, solche großen Projekte wie dieses hier, da gibt es natürlich immer jede Menge Hürden, die überwunden werden müssen. Und die sind nur dann überwindbar, wenn wirklich alle zusammenarbeiten, alle an einem Strang ziehen, viel Zeit, Herzblut und natürlich auch das notwendige Geld investieren. Vielen Dank dafür. Es wurde schon vieles gesagt, daher mache ich es auch relativ kurz. Es gibt drei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Der erste betrifft das Geld. Die kurze Werbeeinschaltung, vielen Dank dafür, fürs Ministerium. Ich glaube, es ist hier wichtig zu betonen, dass, und ich habe im Vorfeld mit dem Herrn Geschäftsführer Weiß ganz kurz auch darüber geredet, wie hat es vor 20, 10, 20, 30 Jahren ausgeschaut. Da war sehr viel zu tun im Universitätsbau und ich glaube, da ist in den letzten 10 Jahren insbesondere sehr, sehr viel gelungen. Klar, ohne, und Sie haben es auch gesagt jetzt gerade in der Moderation, ohne Hörsaal, ohne Bürogebäude. Na, wo soll eine Universität stattfinden? Ja, in Kinosälen, habe ich heute gehört, ist, glaube ich, nicht optimal. Gerade wenn wir uns vor Augen halten, auch wie das universitäre System gewachsen ist in den letzten 10, 20 Jahren, ja, wie allein die Anzahl der Studierenden zugenommen hat, hier auch an der BOKU, wie viele zusätzliche Studierenden dazugekommen sind. Ich glaube, alleine schon deshalb ist es notwendig gewesen, ein Gebäude wie dieses hier, einen Hörsaal auch wie diesen hier einzurichten. Insgesamt, und das ist sozusagen der Kontext, in dem wir uns aktuell bewegen, investiert der Bund, beziehungsweise ist das Gesamtinvestitionsvolumen, da gibt es ja immer mehrere Beteiligte, im Wiener Raum 650 Millionen Euro, da zählt jetzt auch dieses Projekt hier zum Beispiel dazu, das neue TÜWI-Gebäude. Das ist doch, glaube ich, ein ganz ansehnlicher Betrag, den das Wissenschaftsministerium hier beziehungsweise die für Wissenschaft zuständigen Einrichtungen hier für den Steuerzahler, muss man auch sagen, für die Steuerzahlerin in den Wissenschaftsstandort Wien investiert. Ein zweiter Punkt, und das, glaube ich, wurde auch schon öfters angesprochen heute, den ich für wichtig und kennzeichnend für dieses Projekt halte, ist, Gebäude sind natürlich immer Aushängeschilder für eine Organisation, für eine Einrichtung. Und ich glaube, das ist hier ganz besonders gut gelungen, weil es in doppelter Weise ein Aushängeschild ist. Auf der einen Seite die inneren Werte dieses Gebäude, die nachhaltige Bauweise, von der wir gehört haben, ist ganz klar, dass das gerade für eine Universität wie die Bodenkultur, die für Nachhaltigkeit steht, für die ist das ganz besonders wichtig. Es geht aber nicht nur um die inneren Werte, es geht auch um die Verpackung, wie wir wissen. Und ich habe schon angesprochen, ich glaube, die ist hier ganz besonders gut gelungen, weil sie eben genau auch das ausstrahlt, nämlich Nachhaltigkeit. Und ein dritter und letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, ich habe schon gesagt, ich war hier selber auch als Student das eine oder andere Mal hier. Eine Universität kann klarerweise mehr als Büro, Labor, als Hörsaal. Die Universität ist viel, viel, viel mehr als das.
Die Universität, und das war sie schon immer, ist ein Ort des Austauschs. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auf keinen Fall verlieren dürfen oder reduzieren dürfen. Es gibt ja immer wieder auch die Kritik, dass wir jetzt auch von Wissenschaftsministeriums strenger sind, mehr einfordern, auch in der neuen Universitätsfinanzierung jetzt auf eine schnellere, auf einen schnelleren Studienabschluss pochen. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass es Freiräume, Räume und Freiräume wie diesen hier in dem TÜWI Beisel gibt, wo es um Austausch geht, wo es um auch kritische Diskussionen und Debatten geht, wo es natürlich auch um Feste geht, wo es ums Netzwerken geht, weil an solchen Orten wie in dem TÜWI Beisel, da entstehen auch ganz neue, super coole Projekte. Hier an solchen Orten entstehen Zukunft. In diesem Sinne wünsche ich alles, alles Gute dabei, diesen Raum hier sozusagen zum Leben zu erwecken und wirklich gut zu nutzen in den nächsten Jahren. Vielen Dank.